Herzlich willkommen. Heute möchten wir Ihnen zeigen, wie man eine IP-Türstation in einer Fritzbox in Betrieb nimmt. Hierzu haben wir einmal hier ein Modell aus unserer aktuellen Serie 10. Dies ist eine IP-Türstation, die mit dem SIP-Protokoll arbeitet. Und wir sehen einmal hier im Bild eine Fritzbox, in dem Falle eine 7590, ein aktuelles Modell. Wir haben daran angeschlossen einmal ein Telefon, das ist hier ein Funktelefon der Firma Gigaset, kann natürlich auch ein anderes Telefon sein. Dieses hier ist analog ausgeführt und ist an der Buchse, an der Fritzbox, angestöpselt. Dieses Telefon dient üblicherweise dann für die Gesprächsführung auch von externen Telefonaten und wird im Nachfolgenden auch dazu dienen, die Türkommunikation zu erledigen. Denn hierzu werden wir diese SIP-Sprechstelle an der Fritzbox in Betrieb nehmen, sodass beim Tastendruck dieser Ruftaste dieses Telefon läutet, wir im Display sehen Anruf von der Tür und anschließend wir natürlich auch sprechen als auch Tür öffnen können. Ja, welche Schritte sind hierzu notwendig? Zum einen, klar, die Türstation. Zum anderen brauchen wir, um diese Türstation anzuschließen, Kabel, üblicherweise das Installationskabel, unser CAT-Kabel. In unserem Beispiel hier haben wir dazu jetzt einfach mal fertige, konfektionierte Kabel verwendet. Da die Fritzbox selbst kein PoE zur Verfügung stellt, PoE bedeutet, das ist für die Energieversorgung dieser Sprechstelle notwendig, haben wir hier auch noch einen PoE-Injektor. Dieser ist einmal strommäßig angeschlossen hier an der Schoko-Steckdose und wir sehen, wir haben hier zwei Buchsen. An diesen Buchsen wird einmal das LAN-Kabel, welches von der Fritzbox kommt, eingestöpselt. Diese Buchse ist auch mit innen gekennzeichnet. Genau. Dieses wird jetzt mit der Fritzbox an einem LAN-Port angeschlossen. Dazu nutzen wir in unserem Fall einen dieser vier freien LAN-Ports. Wir nutzen jetzt hier LAN 1. Somit haben wir den Connect von der Fritzbox zum PoE-Injektor hergestellt. Mit einem weiteren Patchkabel schaffen wir die Verbindung vom PoE-Injektor out zur SIP-Sprechstelle. An der SIP-Sprechstelle, ich übernehme sie mal gerade, Ralf, nutzen wir die linke RJ45-Buchse, die auch mit Input gekennzeichnet ist. So, wir sehen auch schon, es tut sich etwas, denn hier leuchtet eine LED und das sagt uns schon mal, diese Fritzbox bzw. diese Sprechstelle ist jetzt mit Energie versorgt. Auch noch, um das zu erwähnen, wichtig, wenn Sie einen Türöffner anschalten möchten, hierzu haben wir hier Klemmen, da muss das Ganze nochmal separat verdrahtet werden, was aber ja auch dann in der Anleitung nochmal ersichtlich ist. Da gehen wir jetzt auch nicht darauf ein, sondern wir zeigen Ihnen jetzt, welche Schritte notwendig sind, um das Ganze zu administrieren in der Fritzbox. Vielleicht noch ein ganz kurzes Wort. Die blaue LED blinkt, bedeutet, die SIP-Sprechstelle bootet und bezieht sich von ihrem DHCP-Server, in dem Fall von der Fritzbox, eine IP-Adresse. Die Fritzbox haben wir über WLAN erreicht, haben hier mit Fritz.box das Web-Frontend der Fritzbox aufgerufen. Eine zweite Alternativmöglichkeit ist natürlich auch, wenn wir wissen, wie die IP-Adresse der Fritzbox ist, diese hier einzutragen in einen entsprechenden Browser, um dann auch auf die Fritzbox zuzugreifen. Die Fritzbox ist soweit vorkonfiguriert, dass wir uns hier den Einrichtungsassistenten sparen und direkt dazu übergehen, eine SIP-Türsprechstelle in der Fritzbox einzurichten. Das heißt, wir legen jetzt einen neuen Teilnehmer in der Fritzbox an, denn ein Telefon, ein Teilnehmer ist hier bereits angeschlossen, das ist hier unser Funktelefon, welches auch zum Telefonieren dient. Das heißt, habe ich jetzt hier von meinem Provider so eine Fritzbox bekommen, dann habe ich ja auch die ganze Telefonie über diese Fritzbox zu erledigen und das heißt hier, dieses Telefon dient einmal zur Annahme von externen Anrufen, als auch, wie wir später sehen werden, zur Annahme der Türkommunikation und auch zum Türöffnen. Wir haben hier ein Funktelefon gewählt, das wir an dem analogen Port 1 der Fritzbox betreiben, was wir jetzt hier in dem Bereich Telefonie auch sehen werden. Wir gucken uns im Bereich Telefonie, Telefoniegeräte, alle im Moment angeschlossenen Geräte an
Und dann sehen wir, es gibt ein Telefon, Phone 1, das die interne Rufnummer **1 hätte. Jetzt sind wir auch schon in dem Bereich, wo wir ein neues Gerät hinzufügen. Und zwar gehen wir wie folgt vor. Wir klicken einmal auf Neues Gerät einrichten. Ein neues Fenster wird geöffnet. Und jetzt gucken wir, was wollen wir denn einrichten? Wir wollen eine Türsprechanlage einrichten. Entsprechend hier einen Mausklick setzen und einfach mit der Funktion Weiter die nächste Seite öffnen. Hier hat man es uns ganz einfach gemacht. Die Sprechanlage ist schon eine IP-Sprechanlage. Wir brauchen hier gar nichts zu verändern. Dann können wir im Punkt 3 der Türsprechanlage gerne einen anderen Namen geben, ist aber hier nicht weiter nötig, kann aber auch jeder für sich selbst bei der Installation entscheiden. Nochmal weiter. Und schon sind wir in dem Bereich, wo es jetzt relevant wird, weil hier legen wir in der Fritzbox den SIP-Teilnehmer an. Mit diesen Daten melden wir nachher die SIP-Sprechstelle an der Fritzbox an. Hier achten Sie bitte drauf, dass Sie nicht irgendwelche Schreibfehler haben oder Groß-Kleinschreibung nicht korrekt ist, weil dann wird die SIP-Sprechstelle sich einfach nicht anmelden können. Wenn jetzt auf die Fritzbox nein, die Daten sind nicht korrekt. Das heißt, Benutzername als auch Kennwort kann frei vergeben werden, wobei beim Kennwort darauf zu achten ist. Das sehen wir aber auch, dass man natürlich ein sicheres Kennwort verwendet und diese Sicherheit wird auch in der Fritzbox hier angezeigt, wie sicher das Passwort letztendlich ist. Auf dieser Seite sehen wir auch den Registrar. Registrar bedeutet, das ist einmal der Domainname und ist auch gleichzeitig die IP-Adresse Ihres SIP-Servers. Der ist im Nachgang noch wichtig, sehen wir aber gleich. Als Benutzername wählen wir in dem Fall IP unterstrich Behnke unterstrich 01. Das Kennwort dazu ist IP unterstrich Türsprechstelle unterstrich 01. Darauf achten, ich habe die Türsprechstelle hier mit UE geschrieben. Man erkennt auch, die Fritzbox sagt, dein Passwort ist stark und somit ist es mit grün gekennzeichnet. Und diese Daten sollte man sich jetzt merken, am besten kurz notieren, denn das sind auch die Zugangsdaten, die wir benötigen, um später diese IP-Sprechstelle an dieser Fritzbox anzumelden. So, dann geht es noch einmal mit weiter. Dann sehen wir, wir haben hier eine Sprechstelle mit einer Klingeltaste. Klingeltaste, genau. Hätten wir eine mit zwei, kann man immer noch eine Klingeltaste hinzufügen. Vorgegeben wäre von Fritz hier die Rufnummer 11. Wie wir aber vorhin schon gesehen haben, werden wir die **1 wählen. Also ändern wir hier die anzuwählende Rufnummer ab in **1. Und das Klingeln weiterleiten lassen wir einfach auf allen Telefonen. Auf allen Telefonen bedeutet, wir könnten zum Beispiel von analogen Telefonen an diesem Modell zwei Apparate anschließen. Man kann natürlich auch noch weitere IP-Telefone an der Fritzbox betreiben. Und hier wird festgelegt, sollen alle Telefone, die angeschlossen sind, läuten oder wirklich nur eines. In unserem Beispiel haben wir nur eins angeschlossen. Deshalb hier der interne Teilnehmer 1, sprich dieses Funktelefon, dieses Decktelefon. Einmal weiter. Und dann sehen wir, dass die Einstellungen übernommen werden. Wir klicken noch einmal auf Übernehmen. Dann wird die Fritzbox sich melden und sagt, pass auf, sende mir bitte in dem Fall die *15167 per DTMF. Das wollen wir aber nicht. Da gibt es eine zweite Variante. Wir drücken einfach eine Taste auf der Fritzbox. Dann leuchten kurz alle LEDs und die Fritzbox sagt uns Ausführung betätigt. Und ich bestätige das Ganze mit OK. Wir kommen wieder zurück in den Bereich Telefoniegeräte und sehen, wir haben jetzt eine Türsprechanlage angelegt, die im LAN oder im WLAN angeschlossen ist, die interne Rufnummer **620 hätte. Und somit wäre das von unserer Seite hier im Bereich der Fritzbox erledigt. Der nächste Schritt wäre jetzt, diese Daten in die Behnke SIP-Sprechstelle zu übertragen. Genau, um auf diese Behnke-SIP-Sprechstelle jetzt ebenfalls zugreifen zu können, müssen wir natürlich die IP-Adresse zuerst in Erfahrung bringen. Das bedeutet,
jedes dieser Geräte hat hier eine IP-Adresse. Bei der Fritzbox haben wir gesagt fritz.box. Dahinter verbirgt sich auch eine numerische IP-Adresse. Und die Wegesprechstelle, da wissen wir noch nicht, welche IP-Adresse sie hat, aber dazu gibt es eine ganz einfache Hilfe. Wir sehen jetzt auch, rote LED ist dauerhaft. Das bedeutet, PoE ist vorhanden. Blaue LED ist auch dauerhaft an. Das heißt, das Gerät hat gebootet und hat eine IP-Adresse von Ihrem DHCP-Server bezogen. Und diese IP-Adresse können Sie sich mit diesen beiden Tasten ausgeben lassen. Taste 1 drücken. Sprache Deutsch. Taste 2 einmal drücken. IP-Adresse ausgeben. Und noch einmal Taste 2. Die IP-Adresse lautet 192.168.178.20. Das Gerät hat uns jetzt seine IP-Adresse angesagt. Es ist die 192.168.178.20. Es gibt natürlich auch noch eine zweite Option. Die Fritzbox hat natürlich auch die Möglichkeit, alle angeschlossenen Geräte im Netzwerk zu sehen. Genau, da müsste es jetzt in der Übersicht ersichtlich sein. Hier ist er. Genau, da steht ja auch schon Wege IP-Phone mit der entsprechenden IP-Adresse, die wir uns gerade auch akustisch haben ansagen lassen. Für uns bedeutet das, wir öffnen einen zweiten Tab, tragen hier die IP-Adresse ein. Bestätigen das Ganze mit Enter, dann wird es einen Moment dauern und wir kommen auf das Web-Frontend der SIM-Sprechstelle. Über den Punkt Anmelden erfolgt die Authentifizierung, Benutzername, Passwort, ist im Auslieferungszustand Admin, finden Sie aber auch in den Unterlagen, die im Lieferumfang sind. Das Ganze bestätigen Sie und dann kommen wir auf das Web-Frontend der SIM-Sprechstelle. Das erste, was uns hier auffällt, Status, ein großer roter Balken, das Gerät ist nicht angemeldet. Und um es anzumelden, müssen wir jetzt wieder diese Daten, die wir uns notiert haben, aus der Fritzbox gleich haben. Denn wenn wir jetzt hier auf diese Konfiguration gehen, um die Sprechstelle anzumelden, dann sehen wir in diesem Fenster, dass wir dort diese Daten einzugeben haben. Sie werden das Webfrontend so vorfinden im Auslieferungszustand. Wir nutzen hier auch die Einfachkonfiguration. Es ist der erste Punkt, den wir eintragen müssen, ist die Telefonnummer / Benutzername, den wir als im SIP-Teilnehmer hinterlegt haben. Bei der Fritzbox ist das in dem Falle IP-Behnke-01. Diese Daten kommen uns ja bekannt vor, die haben wir nur eben selbst vergeben. Also hier könnte ich durchaus natürlich auch ganz andere Passwörter verwenden bzw. Zugangsdaten. Beim Name, das ist die Zusatzinfo, die mit übertragen wird beim Rufaufbau. Es kann ein Name sein. Im Falle der Fritzbox ist es die, ich nenne es jetzt wirklich die Nebenstellennummer, die diese Sprechstelle nachher in der Fritzbox hat. Das war die 620. Die tragen wir hier ein. Dann haben wir die SIP-Authentifizierungs-ID. Diese ist gleichzusetzen mit dem Benutzernamen, was wiederum IP-Behnke-01 wäre. Und SIP-Authentifizierungs-PIN ist das Kennwort, welches wir in der Fritzbox hinterlegt haben. Das wäre IP-Tür-Sprechstelle-01. Hier müssen wir darauf achten, dass wir die Türsprechstelle mit UE geschrieben haben. Dann haben wir die SIP-Domain. SIP-Domain kann ein Domainname sein, in dem Fall fritz.box, kann aber auch die IP-Adresse des SIP-Servers, sprich in dem Fall der Fritzbox, sein. Und hier brauchen wir zwingend jetzt die IP-Adresse bei den SIP-Server-Daten. Die IP-Adresse der Fritzbox haben wir vorhin kurz gesehen. Die 192 ist die 168.178.1.
Doppelpunkt 5060, weil 5060 ist der Port, über den nachher die SIP-Session, sprich dieser Ruf, aufgerollt wird. Dann haben wir eine Taste, eine Direktwahltaste, der geben wir jetzt einen Namen, sagen wir einfach Haustür, und dann die Rufnummer, die bei Tastendruck an der SIP-Sprechstelle gewählt werden soll. Das ist in dem Fall die Sternstern 1, das ist nämlich die Rufnummer unseres internen analogen Telefones, welches wir am Port 1 der SIP der Fritzbox betreiben. Jetzt haben wir alle relevanten Daten eingetragen. Ganz wichtig, rechts unten einmal bitte übernehmen. Immer wenn Sie einen Eintrag vorgenommen haben auf dem Webfront an der SIP-Sprechstelle, übernehmen, bevor Sie in den nächsten Reiter der SIP-Sprechstelle wechseln würden. Es wird einen Moment dauern und dann wird sich die SIP-Sprechstelle an der Fritzbox als SIP-Teilnehmer anmelden. Das können wir ja auch sehen, indem dann bei dieser Anmeldung auf der Übersichtsseite dann dieser Balken, der noch soeben rot zu sehen war, grün wird. Alternativ dazu finden Sie auch auf der Platine eine dritte LED zwischen der blauen und der roten. Die wird auch grün in dem Moment, wo das Gerät sich am SIP-Server angemeldet hat. Das heißt, ich kann visuell direkt beim Einbau schon sehen, aha, Gerät ist angemeldet, und kann entsprechend hier weiter fortfahren und die Montage gegebenenfalls abschließen. Genau so ist das auch. Sollte es mal irgendwann zu einer Fehlfunktion kommen und jemand sagt, das Ding funktioniert nicht, erstmal dort reinsehen, ob das Gerät überhaupt angemeldet ist. So, jetzt haben wir hier drei farbige LEDs. Rot, grün und blau bedeutet für uns, die Sprechstelle hat sich am SIP-Server angemeldet und wäre ab sofort funktionsbereit. Vielleicht dazu noch zu sagen, natürlich neben der Verkabelung, die wir jetzt hier sehen, was unsere Netzwerkverkabelung anbelangt, können wir noch einen Türöffner schalten. Und hierzu haben wir auf dieser Sprechstelle entsprechende Klemmen, wo Sie dann Ihren Türöffner anschließen. Das Ganze wird mittels einem internen Schaltkontakt, einem Relais, aktiviert. Also diese Verdrahtung sollte man natürlich noch vorsehen. Die haben wir hier in unserem Beispiel jetzt nicht gezeigt. Aber das ist auch nochmal natürlich ausführlich beschrieben in der Dokumentation, in den Handbüchern. Und jetzt, wenn wir nochmal auf das Webfrontend draufschauen, sehen wir auch hier, ist ersichtlich, die Sprechstelle wurde erfolgreich angemeldet. Das bedeutet, es müsste so sein, wenn ich jetzt die Ruftaste betätige, sollte es funktionieren. Dann sollte jetzt gleich dieses Funktelefon läuten. Und jetzt kann ich in diesem Funktelefon natürlich, sehe einmal den Namen, die Tür, die mich anruft, beziehungsweise die Nebenstelle, kann sprechen und kann auch die Tür öffnen, indem ich dann an diesem Telefon im Standard die 0 und die Raute drücke. Das wiederum führt dazu, dass hier das Relais schaltet und somit ist die Sprechstelle bzw. die Tür wird geöffnet. Ja, so einfach ist im Grunde genommen die Inbetriebnahme von solchen SIP-Sprechstellen. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit anderen Telefonanlagen, wobei halt hier einfach die Bedienung etwas anders ist. Ja, das war es soweit, was die Einrichtung, die Einfachseinrichtung einer Sprechstelle anbelangt. Es gibt noch sehr viele Parameter, auf die wir jetzt hier nicht eingehen. Wir möchten uns hier einfach nur darauf beschränken, was das Wichtigste ist, um so eine Sprechanlage in Betrieb zu nehmen. Das haben wir Ihnen verdeutlicht. Und beim nächsten Mal werden wir Ihnen zeigen, wie man eine solche SIP-Sprechstelle mit Kamera an einer Fritzbox in Betrieb nimmt und dann auch das Bild auf einem Funktelefon von AVM, einem C4, C5 darstellen kann. Ja, das war's von unserer Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir würden uns freuen, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.